Hallo Leute, und mit diesem wilden Geschrei starten wir in Part 3 von Prince of Persia, The Forgotten Sands, und wir müssen hier entkommen. Und unser Malik entkommt hoffentlich auch, unser lieber Bruder, der allerdings jetzt hier schon eine gewisse Dummheit gemacht hat. Und ich würde mal sagen, dass jetzt das Tutorial vorbei ist. Okay. Super. Ich bin mir aber eigentlich, hätte alles richtig gemacht. Was für ein Geschrei. Sind das diese Untoten? Diese Salomon-Army? Hoffentlich begegnen wir denen nicht. Oh. Was ist das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also hier kommen wir wohl nicht durch. Aber das ist sehr schön gemacht zumindest. Aber ich weiß nicht, ob ich da durch soll. Aber ich werde wohl kaum... Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Okay. Ich glaube, das ist das, was Sie da am Anfang von der... vom Spiel gesehen haben in dieser Zwischensequenz. Ah, hier scheint es einiges zu erkunden zu geben. So habe ich hierher gefunden. Aber wo ist hier genau? Und wer seid ihr? Was wisst ihr über König Salomons Armee? Wir sind Razia, Königin der Marit, Wächterin des Wassers und Verbündete König Salomons. Wir halfen, die Armee zu verbannen. Das läge dann mehr als 1000 Jahre zurück? Ihr könnt doch nicht... Ich bin ein Djinn. Wir leben länger als die Menschen. Auch ist unser Gedächtnis besser als das ihre. Wisst ihr, was euer Bruder entfesselt hat? Diese Armee gehörte nicht König Salomon. Sie wurde zu seiner Vernichtung gesandt. Die Armee wurde aus dem Sand der Wüste geformt. Sie ist eine Plage. Je mehr Sand sie berührt, umso mehr Soldaten werden geschaffen. Wenn ihr sie nicht rechtzeitig aufhaltet, bedeckt sie die ganze Welt. Was kann ich tun? Habt ihr das halbe Siegel noch in eurem Besitz? Natürlich. Gut. Es ist voller Magie. Eine Hälfte bekämpft die Armee. Setzt ihr beide Hälften zusammen, ist das Gefängnis wieder intakt. Findet die andere Hälfte des Siegels und fügt es zusammen. Malik hat sie noch. Ihr müsst ihn finden, und zwar schnell. Wir geben euch die Hilfe der Djinn. Was habt ihr getan? Wollt ihr die Armee aufhalten, benötigt ihr mehr Zeit. Ihr habt sie erhalten. Zeit? Und noch eine Warnung. Die Armee wird von Ratash angeführt, einem Ifrit. Er wird das Medaillon suchen. Wenn ihr ihn seht, vermeidet den Kampf. Gegen ihn habt ihr keine Chance. Ich werde es bedenken. Geht. Das Königreich ist verloren. Stellt ihr das Siegel nicht wieder her. Wieso habe ich das Gefühl, das wird schwerer, als es klingt? Leute, ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe übrigens mal die Musik und die Soundeffekte ein bisschen runtergeschraubt und werde versuchen... Aha. Und werde versuchen, dann die Tonspur nachträglich zu verbessern. Also, dann, weil das gesprochene Wort ja hier immer ein bisschen zu kurz kommt. Oh, schaut mal, das ist ein hübsches Bild. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Oh,
Das ist doch diese Djinn, die wir da gerade gesehen haben. Und wahrscheinlich ist das der König Salomon. Und da drüben eigentlich auch ein Bild. Nur noch mal. Ah. Hoch mit dir. Nur noch ganz kurz Sightseeing. Hoffentlich treffen wir die wieder. Die scheint sehr hilfreich zu sein. Okay, das ist scheinbar Salomons Palast. Ja, und wir haben mehr Zeit erhalten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Sehr cool gemacht hier, alles schwebt hier irgendwie. Wieder raus, oder? Ah. Oh, das Portal ist weg. Was ist das für ein Ort? Halte RB, um die Zeit zurückzudrehen. Das meinte sie damit, mir mehr Zeit geben zu wollen. Sind das die Kräfte der Djinn? Aha. Oh, und links oben lädt sich jetzt hier was auf. Aha. Was mache ich jetzt? Okay. Aha. Okay. Sehr nützlich. Die Frage ist nur, wie sich das wieder auflädt, weil ich habe gesehen, einer ist jetzt weg. Einer von vieren. Müssen wir mal schauen. Oh, das habe ich so hingekriegt. Gut. Okay. Hier ist alles sehr brüchig. Ah, okay. Und manche... Einer war jetzt hier blau. Okay. Okay, ich kann selbst im Todeskampf noch die Zeit zurückdrehen. Okay, die Roten. Es sind auch blaue dabei, aber ich weiß nicht... Ah, doch, jetzt habe ich einen wieder aufgeladen. Ja, das wird spannend. Die Stallungen. Hier sind die Ställe. Durch sie kann ich zur Festung gelangen. Oh oh. Warum ist es so still? Nicht gut. Ich höre nicht einmal mehr die Schlacht. Nicht gut. Ich habe gerade riesen Schiss, Leute. Nur um mal... Hier sind wir reingekommen. Wo muss ich jetzt hin? Und wo warten diese Typen auf mich? Okay, hier geht's nicht. Ja, war klar. Okay. Durch das Besiegen von Feinden erhältst du Erfahrungspunkte XP. Shit, Leute. Okay. 8 von 20. Oh.
Okay, die zerfallen auch wieder zu Sand. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Sie sind jetzt nicht so flink. Das ist ganz gut. Und unser lieber Prinz ist... Geschwindigkeitstechnisch überlegen. Du hast einen Upgrade-Punkt erhalten. Drücke Back, um auf die Upgrade-Menü zuzugreifen. Upgrade-Menü. Okay. Gesundheitserhöhung um 1. Energieslot. Füge einen fünften Energieslot hinzu. Okay. Für den nächsten Punkt. Ich mach mal den da. Keine Ahnung. Okay. Anwendungen anwenden, bitte. Okay. Durch das Besiegen von Feinden. Okay. Also hier um die Ecke geht's wohl, weil da haben die mich angefallen. So. Oh, alles klar. Oh, Menno. Extreme Climbing ist angesagt. Ja, hier oben fühle ich mich jetzt mal erstmal ein bisschen sicher, weil wenn nicht am Boden, dann wahrscheinlich auch nicht in Gefahr bezüglich Sand. Okay. Das war knapp. So, wo muss ich jetzt? Ah, die hier. In die hier Richtung. Okay, da geht das auch mit der Mehrzeit. So geht das. Manchmal braucht man einfach mehr Zeit. So, ich nehme mal an, dass ich jetzt hier weiter muss. Jawohl. So. Hallo Fässchen. Mhm. Das Tor ist offen. Das ist geradeaus durch das Tor. Okay. Ah, ist keine Zeitding. Das hört sich nicht gut an. Nein, wirklich nicht. Holy! Einmal hätte ich gerne Fallen, die mich nicht für den Feind halten. Und was mache ich hier? Außer, dass ich jetzt wahrscheinlich die restlichen dreimal die Zeit zurückspulen muss. Oh! Okay. Ich habe aber gerade so das Gefühl, dass meine Energieanzeige breiter geworden ist. Kann das sein, Leute? Ach nein, das war's wohl auch nicht. Okay, das war's auch nicht. Ja, ich glaube, ich sterbe gleich. So, der erste Versuch war doch der geschickteste. Oh, nee. Ach, ich sterbe gar nicht. Ich bin nur verwundet.
Ach, ich hätte meine ganzen Zeiten ja gar nicht opfern müssen. Ach, ich Idiot. Na, das wusste ich jetzt nicht. Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Halt! Okay. Noho! Ach Leute, das ist aber schon ein bisschen übertrieben, was so die Anzahl der Gegner anbelangt. Wenn man wenigstens auch immer gleichzeitig mehrere Gegner am Boden kaputt hauen würde. Das ist natürlich auch cool, dass die sich dann so ein bisschen sandfarben verfärben. Wenn man sie schon getriggert hat, dann weiß man, welche schon verwundet sind. 20 von 40, verstehe. Und habe auch schon wieder Zeit aufgetankt, diese Untoten von Salomons Gegner scheinen auch magisch zu sein. So, wir sind wieder voll aufgetankt. Gut, jetzt müssen wir hier irgendwo rauf, nehme ich mal an. Kann das sein, dass das hier irgendwie funktioniert? Oh! Aha! Aber das ist doch jetzt zu weit, oder? Ja, ist es. Das ist zu weit. Wie komme ich denn da jetzt rauf? So vielleicht. So, umdrehen. Okay. Ah, nein. Nochmal. Das war jetzt auch cool. Im Sprung praktisch umgedreht. So. Auch sehr cool. Wie er stöhnt. Oh, shit. Hab zu früh losgelassen. Kann das Zusammenfügen der Medaillons das wirklich alles beenden? Das ist eine verflixt gute Frage, lieber Prinz. Ob Malik auf mich gewartet hat? Er hat vielleicht einen besseren Plan als ich. Fragen über Fragen, lieber Prinz. Wo geht's jetzt hin? Da unten ist irgendwas. Ah, runter, ganz klar. Sehr schön blau. Ah, wieder voll aufgeladen. Alles. Gut. Scheint so. Und jetzt? Oh no, das ist ein Zeitding. Okay. Wie viel Zeit habe ich denn? Nicht viel. Ihr blöden Teile, macht schon! Jawohl. Ich hätte zumindest ein paar Soldaten treffen müssen.
Wo sind bloß alle? Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Hier ist was zum Drehen. RT, um Hebel zu greifen. Aha. Okay, das ist ein Rätsel. Mir noch nicht klar, in welche Richtung das geht. Ah, ich muss es auch hier gedrückt halten, das AT. Na komm, drück. Ah, also, oder ziehen geht auch. Das ist mal so versucht. Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. Hm, da, den hatte ich gar nicht gesehen. Aha. War das jetzt eigentlich gut? Ja, ihr armen Ratten. Ah, und den muss ich auch noch rauf machen. Verstehe. Dann... Aber wo? Irgendwie schlauer. Momentchen. Ich sehe es bloß nicht. Nee. Den wollte ich sehen, genau. Jawohl, das ist, glaube ich. Jawohl, nee, bringt mir jetzt nicht so viel. Oder vielleicht doch. Ja, doch. Und Nummer 2. Und da unten hämmert's gegen das Tor. So. Hm. Oh, bitte nicht. Oh, bitte doch. Du fliegst. Leute. Ja, eben, ich wollte eigentlich nach hinten schlagen. Und der vorne war mir ziemlich egal. Was ist dein Upgrade-Punkt? Ja, gleich. Schön. Upgrade-Menü. Ja, jetzt nehmen wir mal... Was haben wir denn hier? Steinrüstung. Gib dich mit einer Steinrüstung, die jeden Schaden von dir fernhält. Bei Aktivierung wird die Energie eines Slots benutzt. Ich mache mal einen Slot dazu. Das hat mir... Ja, genau. Ja, bitte anwenden. So, dann würde ich sagen... Die kamen von nirgendwo her, ich verstehe. Hoch mit dir. Oh, schaut mal. Dies ist also mit ihnen passiert. Ich hoffe, sie erinnern sich nicht daran, wenn sie aufwachen. Zwei
zerstöre versteckte Sarkophage, um Erfahrungspunkte zu erhalten. Ja, Leute, das machen wir dann aber am Anfang vom nächsten Part von Prince of Persia, The Forgotten Sands. Und wir wissen jetzt, warum dieses Sand forgotten ist, weil niemand mehr wusste, dass das nicht Salomons Armee ist, sondern die Armee von Salomons Gegnern. Gut, und um diesen Sarkophag, da kümmern wir uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao!